Good morning in the morning. Ich hoffe, ihr seid alle noch am Spielen, auch wenn es noch im Moment frustriert. Wir haben ja alle die Hoffnung, dass es wieder schöner wird. Dankeschön, Sunshine. Ich bin gerade das Derby am Machen. Guck mal, ich habe sogar, zack, zack, Crazy Duck direkt die Aufgabe fertig. Also ich mache im Moment so. Konzentriere ich mich ein bisschen darauf. Ja, weil Events und so. Ihr wisst es ja selber, ne? Also, oh, komm, wir machen das. Ja, da kann man ein bisschen bei quatschen und so, ne? Hier Ziegelsteine, sehr gut. Normalerweise freue ich mich überhaupt nicht über Ziegelsteine. Aber tatsächlich brauchen wir die jetzt für hierfür. Ja, aber ich denke, die kriegen wir schnell zusammen. Und dann kann ich endlich, also da warte ich schon sehr lange drauf, dass ich das updaten kann. So. Guck mal, ey, können wir alles wegschicken? Wunderbar, wunderbar. Ja, cool. Ey, easy, easy. Ja, so, ja, hier ist. Ich sage nichts. Ich sag nichts mehr dazu. Also heute zumindest. Ich denke mal, ja, ich habe gelesen, der eine oder andere fängt jetzt an zu dekorieren als Ausgleich. Und gut, ich spiele jetzt zum Beispiel ein bisschen weniger. Aber ansonsten finde ich ja noch gut Zeit jetzt im Moment bei Heyday. Übrigens, wer einen Ausgleich zu dem Spiel will, der kann auf jeden Fall bei Heyday vorbeigucken. Mein Kanal ist. Ich guck mal, ob ich den hier drunter verlinke in den Kommentaren. Da kommen hey der Let's Plays. Wobei ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also die Leute, die drehen manchmal an den Stellschrauben und dann ist auf einmal ein Spiel nicht mehr das, was es mal war. Also das habe ich jetzt schon wirklich schon öfter erlebt. Also nicht nur hier bei dem Spiel. Sondern auch bei anderen, ne? Das kann verschiedene Gründe haben. So, Schweinchen füttern. Guck mal, die Eva auch. Dankeschön, Eva. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel ein Führungswechsel. Ne? Wenn es eine neue Leitung gibt, neue Investoren oder. Meistens haben sogar Leute, die mehr Anteile, die eigentlich gar keine Ahnung haben. Das ist dann immer besonders tragisch und traurig, ne? Und die wollen dann halt eher so kapitalorientiert und merken gar nicht, dass sie das Spiel ja kaputt machen. Ja. So war es eine Zeit lang, ja. Eine Zeit lang war es bei Heyday so. Also dass die Updates dort immer schlechter wurden und immer mehr darauf getrimmt, dass man Geld ausgibt. Das passiert allerdings mit jedem Spiel, wenn es größer wird. Ne? Wenn ich da zurückdenke an. Oh, ich kann hoffentlich die Insel aufleveln. Nö. Ach, egal, komm, ich mach jetzt einfach die Süßigkeit. Ja, komm, machen wir. Oh, guck mal hier, Zeit. Perfekt. Das passiert zum Beispiel mit. Seaport war das damals. Das war so cool spielbar. Also es war wirklich richtig gut spielbar. Und dann, als die größer geworden sind, ich müsste eigentlich alle Dekos hier wegpacken, oder? Alle Dekos einmal weg und dann wirklich ganz neu alles aufbauen hier. Alles. So wirklich alles, alles neu aufbauen. Weil mir gefällt eigentlich nichts hier so richtig. Nee, so richtig gefallen tut mir. Tut mir das Zeugs hier nicht. Bin am Überlegen, ob ich die kaufe. Ich kaufe die jetzt hier. Ja. Ich kaufe die. Das Insel-Update. Jetzt muss ich nur. Da. 14, 8, 22. Gut, die 22 ist ja jetzt schon das Höchste für mich. Mache ich die
die Fischinsel. Geil. 35% schon. Ey, das geht gut voran, ne? Naja, bald habe ich die auch voll. Sag's euch. Seaport, genau, war super spielbar. Man konnte das richtig gut spielen. Ja, und dann haben sie es halt Stück für Stück kaputt gemacht, ne? Dann auf einmal musste man einen übertriebenen Pass kaufen, der richtig teuer war. Dann gab es immer mehr Schiffe, die man kaufen musste oder halt konnte, damit man besser vorankommt. Und ach, keine Ahnung, die haben so richtig viel schlecht gemacht, so dass ich es auch aufgehört habe zu spielen dann. Ich habe ja sogar einen Kanal gehabt, wo nur Let's Plays kamen von Seaport. Leider kaputt gegangen. Manchmal geht auch ein Spiel kaputt, bevor es überhaupt richtig durchstartet, ne? Also wenn ich mich daran erinnere, Supercell hat auch schon mal ein richtig geiles Spiel rausgebracht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ich habe auch Let's Plays dazu gemacht. Ich habe extra mich in meinem anderen Land eingeloggt, ne? Weil man das nur aus einem anderen Land, ich glaube Finnland oder so, ich weiß es gar nicht mehr, spielen konnte. Und ja, auf einmal haben sie es dann einfach abgeschafft. Abgeschafft das Spiel, also komplett weg. Haben die gesagt, nee, also wir finden das Spiel jetzt doch nicht mehr so cool oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war es dann weg und ich habe es so geliebt. Es ist ein richtig cooles Spiel. Ein richtig cooles Spiel. Ja, also was ich damit sagen will, auch wenn Township gerade sehr viele schlechte Entscheidungen trifft, ja, vielleicht ändert sich das auch noch mal alles, ne? Vielleicht auch nicht. Das weiß man nie so genau. Man kann es halt nur hoffen. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Oh, habe ich mich erschrocken. Habt ihr das gehört? Das war mein Hase. Keine Ahnung, was der da macht. Terror. Das ist ein Terrorkarnickel. Hier ist alles gerade so ein bisschen. Ich habe die Rollos runtergemacht, weil draußen stürmt es wieder. Draußen ist richtig doller Sturm wieder. Dabei dachte ich, das ist jetzt vorbei. Gestern war richtig schönes Wetter. Ey, ich verstehe das nicht, ne? Heute so, morgen so, richtiges Aprilwetter. Ja. Also ich hoffe, dass am Sonntag schönes Wetter ist, weil wir dann in Belgien unterwegs sind. Wir sind den ganzen Tag wieder mit dem Auto unterwegs. Vielleicht mache ich auch wieder einen Vlog dazu. Ich habe beim letzten Mal so einen Vlog gemacht dazu. Der ist eigentlich ganz cool geworden. Falls den einer sehen will, den habe ich auf Abenteuerlust. Na, der war eigentlich ziemlich cool. Ich hoffe, ich denke, dass ich das diesmal auch wieder mache. Oh Mann! So, ich spreng hier alles in die Luft einfach. Ja, ich habe jetzt keinen Bock gehabt, nur für die eine Aufgabe extra eine Karte einzusetzen, weil ich die Diamanten nicht rausholen werde. Ne? Ich werde jetzt nicht für eine Aufgabe. Lohnt sich das nicht? Ja, und ich will halt auch nicht die verschwenden. Ja, Verschwendung. Sonst du. Boah, ich will diese. Hey! Ich habe so viele Gründe, die Events zu hassen. Ganz ehrlich, ich will diese Event-Sachen nicht in der Kiste. Ich brauche die nicht. Oh, ja, gebe ich 3 T-Cash aus, dann ist da diese Event drin. Also die Events, ich sag's euch, ne? Ja, die machen mich so richtig. Ich meine, ich habe ja auch einen Kanal. Ich mache die Let's Plays und so, ne? Deswegen mache ich auf jeden Fall weiter. Aber es kostet mich im Moment echt Nerven manchmal, dieses Spiel anzumachen, weil ich mir denke, nein, bitte nicht. Ich habe die Schnauze voll.
Ich will das nicht. Ich will das nicht. Oh Mann. Oh, ich wäre schon wieder die Feuerwehr. Oder Polizei, eins von beiden. Boah, bei uns kippen aber auch viele Bäume um und alles, ne? Also wir sind hier, wohnen hier direkt am Naturschutzgebiet. Was auf jeden Fall sehr schön ist. Ja, aber ich glaube, in den letzten Tagen ist da sehr, sehr viel kaputt gegangen. Also ein Bäumchen, die umgeknickt sind. Ja. So. Und, oh, wir sind bei 49, 58 brauche ich. Meine Güte. So, komm. Oh, Ton. Ton immer mitnehmen jetzt. Immer mitnehmen. So. Das wird wieder so ein Let's Play. Ich weiß gar nicht, was ich. Also im Moment ist mehr so Pflichtprogramm. Ihr merkt es ja. Aber ist ja nicht schlimm. Gehört ja auch manchmal dazu, ne? Wenn es nichts Neues gibt, dann einfach mal so ein Let's Play, bisschen spielen, bisschen gucken, ein bisschen ärgern, ein bisschen aufregen. Ne, das gehört ja auch irgendwie mit dazu. So 54. Ich wette, ihr seid wahrscheinlich schon alle wieder fast durch mit der Regatta. Und ich bin so langsam. So, fertig. So. Ah, gut. Gehen wir mal ab. Oh, welchen Platz sind wir? Drei. Ja, ist doch gut. Und ja, 11 von diesen Perlen. Ich glaube, die hat man ziemlich schnell, ne? Ich mach das jetzt einfach. Start. Ich weiß zwar nicht, warum da dieser Stern drauf ist. Sammle Perlen, aber das geht doch eigentlich schnell. Guck mal, zwei Perlen. Waren das jetzt zwei? Wie lange brauchen die? Hallo. 3 Stunden. Oh. Oh, okay, 6 Perlen waren das. Ja, aber wenn ich Glück habe, in 3 Stunden, ja. Dann bin ich schon fertig damit. Ja, aber dass sie 3 Stunden brauchen, hatte ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung. Oh, ich glaube, die Eva hat mir komplett geholfen. Moment. Jawohl. Die Eva und die Eva. Dankeschön. Schick nochmal das Flugzeug weg. Ein T-Cash. So. Ja, hier schicken wir mal die Leute weg. Ja, komm, den schicken wir mal. Oh nein, der hat Goldbarren genommen. Das will ich eigentlich nicht. Das will ich jetzt eigentlich nicht. Ja, und schon ist man hier wieder. Also, wenn die Events wegfallen, ne, ich sag's euch wirklich, wie es ist. Wenn die Events wegfallen, weil die nicht mehr attraktiv sind, hat man wenig zu tun. Wenig bis fast gar nichts mehr, ne? Ja, also ich muss da wirklich, wirklich sagen, das ist traurig. Ich fange gleich an zu weinen. So, ich mache jetzt hier Platz. Ich glaube, ich mache hier vorne mein Feld hin. So. Ich mache da mein Feld hin. Da oben Tiere und so ist schon nicht schlecht, aber die Fabriken müssen neu sortiert werden, anders sortiert werden. Futtermühle. Das gefällt mir eigentlich sehr gut hier. Flughafen mit Flugzeug gefällt mir richtig gut hier, das. Oder? Was sagt ihr? Das sieht gut aus, ne? Auch mit diesen alten Flugzeugen da und an dem Café. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Die verschiedenen Wegen. Nur das gefällt mir gar nicht. Also Feld mache ich definitiv jetzt anders.
Und die ganzen Sachen packe ich jetzt erstmal alle weg. So, ne? Und dann kommt das irgendwie hier hin. Ich vermute, dass ich die Scheune und den Markt wegtue. Oder ein Feld hier vor. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich stelle die Scheune dann zum Beispiel hier hin und den Markt dann. Keine Ahnung. Dahin. So, weil das sind die wichtigen Sachen. Da musst du oft dran. Genauso wie an die zwei Sachen. Also ich will alles Wichtige hier haben. Hier auf dem Feld. Und alles Unwichtige dann hier. Ne? Also da, wo man nicht dran muss. Häuser, Dekos, Pipapo. Ne? Gut, da oben die Dings. Das ist nicht so schlimm, dass das da oben ist. Kann ruhig bleiben. Oh, es ist richtig traurig. Ich komme, ich spiele jetzt einmal eine Runde. Komm, ich nehme hier die zwei Bonusdinger. Ja. Das Level ist. Also, für mein Empfinden, ultra schwer. Ja, guck mal. 17 Züge. Es tut sich nichts. Ja. 12 Züge nur noch. Guck mal, was ich da alles noch erreichen muss eigentlich, ne? 9 Züge. Ist keine Zeit für nix. Es ist so albern. Es ist wirklich total albern. Also. Und das war mein zweites Level oder so, ne? Also ich hab. Ja, ein Zug. Haha, witzig. Ey, es ist wirklich, ne? Unfassbar. Unfassbar. Ja, nee. Danke für nix. Also da habe ich dann halt auch wirklich gar keine Lust. Und wie lange geht der Quatsch jetzt noch? 3, also 4 Tage noch. 4 Tage, der Mist noch. Ja. Also. Uff. Uff, uff. Na gut. Ich habe noch andere Spiele auf dem Handy, wie gesagt. Ich spiele noch Zoo 2 auf dem Zoo 2-Kanal. Und ich spiele noch Heyday auf dem Heyday-Kanal. Wenn ihr eins der Spiele spielt, guckt gerne vorbei auf dem Kanal. Ich verlose auf dem Heyday-Kanal auch gerade ein Heyday-Poster. Ja, müsste eigentlich nur unter das Short schreiben, was ich eben hochgeladen habe. Guck mal, ich schicke das jetzt hier, genau. Schicke das. Ja, und ich bin hier erstmal jetzt raus wieder heute. Weil es gibt hier nichts zu tun, leider. Gibt hier leider nichts zu tun. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Bis dann und Tschüssikowski. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren.